Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. So, wie ihr schon seht, ich komme gerade frisch vom Saturn und habe mir das neue Steelbook von Ghostbusters geholt. Und meine Rechnung ist aufgegangen, und zwar habe ich mir es nicht vorbestellt, sondern ich habe mich darauf verlassen, dass Saturn quasi vor Ort das Steelbook hat, weil das ja bei Amazon schon sehr schnell ausverkauft war. Und dann auch jetzt die letzten Wochen, glaube ich, auch dann bei Saturn und Mediamarkt. Und man konnte es, glaube ich, noch bei Thalia, glaube ich, bestellen. Oder ich glaube, Konrad, genau, Konrad. Konnte man vorbestellen. Und genau, weil ich einfach Bock hatte, ich wollte hingehen in den Laden und mir das holen. Und jetzt hatte ich das Glück, ich war ein bisschen zu früh eigentlich da. Und der nette Mitarbeiter, ich habe ihn gefragt, weil ich es nicht gefunden habe, hat gesagt, ja, das kommt heute schon, aber ist noch nicht im System drin und sie dürfen es eigentlich auch erst abends auspreisen bzw. auslegen, weil der Film ja morgen erst offiziell herauskommt. Und dann wollte ich schon gehen, habe ich mich bedankt und dachte, okay, guck's mal zu Miller vielleicht, vielleicht haben sie es da. Und dann hat er mich plötzlich nochmal gesagt, stopp, ich gucke jetzt doch nochmal und ist dann irgendwie hinten ins Lager gegangen. Und hat geschaut, ob es schon da ist, ob es ausgepackt ist. Und hat es extra für mich geholt und hat es sogar ins System extra für mich eingetragen. Oder zumindest, weiß nicht, ob es schon hinterlegt war, aber es war wohl so, dass der anfängliche Preis war damals, glaube ich, 22,99 und er hat es mir jetzt für, kann man sehen hier, 21,99, quasi noch 1 Euro günstiger. Wäre jetzt echt nicht nötig gewesen, aber ein sehr netter Move auf jeden Fall. Wirklich ein sehr netter Mitarbeiter. War im Saturn Stachus München. Ist wie gesagt generell eigentlich der beste Saturn hier in München und ein schöner Laden. Also wirklich nochmal vielen, vielen Dank. Ich habe mich auch bei den Mitarbeitern bedankt. Cooler Laden, coole Leute. So muss das sein. Oder muss nicht sein, aber darf auch mal gern so sein. Und das fand ich sehr schön. Genau, dann machen wir es hier mal auf. Genau, Ghostbusters, den habe ich damals im Kino gesehen. Fand ihn echt cool. Gab so Kleinigkeiten, die mich gestört haben, aber an sich war das dann wirklich so ein Film für Fans eigentlich. Dann kommt man, finde ich, echt nicht meckern. Schauen wir mal hier. Genau, ich nehme das gerade jetzt schon auf, wo es ein bisschen dunkel wird. Ich habe jetzt kein Licht aufgebaut. Ich hoffe, man erkennt noch alles. Hier haben wir noch ein bisschen Bonusmaterial. Schauen wir mal, 45 Minuten Bonusmaterial, Easter Eggs, Ghostbusters, ein Rückblick. Die Wiederbelebung von Ecto 1, Geisterjäger, Ausrüstungsanleitung. Unveröffentlichte Szenen, sehr cool. Genau, der Film ist, muss ich aber mal gucken. Genau, ich habe die Full HD natürlich. 124 Minuten. Genau. Kurz Update. Ich habe jetzt auch seit kurzem die PlayStation 5, kann also quasi 4K Blu-rays abspielen. Aber ich fand einfach dieses Steelbook hier so wunderschön. Oh, wow. Und deshalb. Habe aber noch keinen Fernseher oder irgendwas in der Richtung oder Beamer in 4K. Wow, alles noch Full HD. Und bin aber jetzt nicht so, also ich brauche jetzt nicht unbedingt auf 4K updaten unbedingt. Genau, hier haben wir es. Oh, sehr cool. Das ist die Rückseite. Und das ist die Vorderseite. Scheinbar keine Schramme. Und richtig schön geiler Look. Wow, sehr, sehr geil. Ich war damals gleich hin und weg, wo ich das, im letzten Jahr konnte man es ja schon vorbestellen. Ah, sehr geil. Das ist wirklich ein schönes Bild. Das ist wirklich ein schönes Bild. Sehr, sehr geil. Cool. Sehr cool. Für dich jetzt auf den ersten Blick sehr gelungen optisch. Sehr cool. Und da hat sich die Fahrt in die Stadt gelohnt. Das ist noch die Disc hier. Genau, die Blu-ray sieht auch cool aus. Und da würde ich sagen, ist eine Veröffentlichung, also ich habe jetzt noch nicht reingeschaut natürlich, aber die auf den ersten Blick Spaß macht und die einfach so ist, wie es sein soll. Einfach ein schönes Cover, sieht geil aus, Preis ist völlig in Ordnung, finde ich. Einfach schick. Was haltet ihr davon? Also ich finde es cool. Sehr schön. Cool. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich habt ihr Spaß gehabt. Wenn ihr Fragen habt, gerne her damit. Ich werde den auf jeden Fall vielleicht sogar heute schon mal schauen, wieder angucken und melde mich dann bis zum nächsten Video. Dann macht's gut. Ciao.